In der dritten Runde der Burgenlandliga traf am Samstagnachmittag der FC Deutschkreuz und der ASV Siegendorf aufeinander. Circa 200 Fans waren gekommen, um das Spiel zu verfolgen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Davor Divković und seinen Assistenten Richard Zombatti und Emradin Leci geleitet. Deutschkreuz hat bis jetzt ein Spiel gewonnen, musste aber im letzten Spiel eine empfindliche Niederlage einstecken. Dazu kommt noch eine Verletzungspechsträhne der Heimmannschaft. Bei diesem Spiel fehlen gleich 6 Stammspieler. Damit hat der Absteiger aus der Regionalliga Ost, ASV Siegendorf, nicht viel Widerstand zu erwarten. Außerdem hat Siegendorf die letzten beiden Spiele gewonnen. Die erste Chance hat dann aber Deutschkreuz. Gut aufgelegter Ball vom Spieler mit der Nummer 20 zu Treiber und mit einem Kopfball schießt er den Ball direkt in die Hände des Tormanns. Angriff der Gäste. Stokov. Zeko. Und jetzt kommt, einmal knapp am Tor vorbei. Schuss von Zeko wurde abgewehrt und weg mit dem Ball. Einwurf. Kröpfel. Der Ball wird zurückgespielt. Aber jetzt kommt der Angriff. Steffel kommt nicht zum Ball, wird abgewehrt. Zeko. Wieder erwischt Andrejewitsch den Ball nicht. Kande. Da ist aber ein Hin und Her mit dem Ball. Grozurek. Und Tor! 0 zu 1 in der 13. Spielminute. Torschütze Lukas Grozurek. In der 21. Spielminute verpasst es Vollenhofer, den Ausgleich zu erzielen. Bei den Gästen schießt Steffel daneben. Freistoß. Kopfball. Trijulovic. Und Tor. Ausgleich. 1 zu 1 in der 43. Spielminute. Torschütze Daniel Trijulovic. Der Schiedsrichter lässt 3 Minuten nachspielen. Das nutzen die Gäste. Grozurek. Kröpfel. Und Rohr. Siegendorf geht wieder in Führung. 1 zu 2 in der 3. Minute der Nachspielzeit. Torschütze mit der Nummer 7 ist Christoph Kröpfel. Die erste ziemlich spannende Halbzeit endet mit 1 zu 2. Und wir sehen uns gleich wieder in einer noch spannenderen zweiten Halbzeit. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die Sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf Sie. Aber wo? In Kobersdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Um nur 1 Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at. Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels FC Deutschkreuz gegen den ASV Siegendorf. Die erste Halbzeit endet mit einem Resultat von 1 zu 2. Aber das kann und wird sich ändern. Die Gäste sind jetzt voll im Angriffsmodus, so dass eine Chance nach der anderen zu sehen ist. Dann bekommt Grozurek den Ball, überlegt nicht lange, schießt Latte, Stoilov und Tor. So was sehen wir selten. Latte, Boden, Latte. Aber das hat Denis Stoilov richtig gesehen und seinem Verein mit einem Kopfball in der 48. Spielminute den Vorsprung auf 1 zu 3 erhöht.
Eckball. Kröpfel. Kante abgewehrt. Grozurek. Und Tor. Den ersten Schuss schafft der Deutsch-Kroatische Tormann noch abzuwehren. Aber den Nachschuss nicht mehr. Damit erhöht Siegendorf seinen Vorsprung auf 1:4 in der 53. Spielminute. Torschütze Lukas Grozurek. Einige Chancen gab es dann noch von beiden Mannschaften, aber sonst nichts Aufregendes. Wieder mit 3 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem FC Deutsch Kreuz gegen den ASV Siegendorf mit einem Endergebnis von 1:4.